als klar war, dass wir jetzt wirklich im Moment nur Online-Trainings machen können, da hatte ich wirklich schon so ein bisschen Bedenken, wie schaffen wir es denn, unser bisheriges Cars-Training online anzubieten? Wir machen das auch gemeinsam und es macht Spaß. Wir machen da also auch spielerisch unsere Übungen auch. Wir haben Spaß und lachen dabei. Das ist mir sehr wichtig. Und ich bin jetzt wirklich davon überzeugt, dass wir eine gute Infrastruktur haben, um auch diese Herausforderungen dann Herr zu werden. Die beiden Trainer haben sich ganz genau überlegt, wie präsentieren wir die Inhalte vor den Flipcharts. Es wurde professionell gefilmt. Es gab interaktive Übungen, wo die Teilnehmer zusammengearbeitet haben, wirklich an einem Screen zusammengearbeitet haben und da durchaus auch kompliziertere Aufgaben gelöst haben, wie zum Beispiel Modellierung, ja, Systemabgrenzung und solche Dinge. Nachdem wir es probiert haben und uns überlegt haben, welche Formate würden denn online gut funktionieren und wie kriegen wir Interaktion in die ganze Geschichte rein und ich dann das Feedback von den Teilnehmern mitbekommen habe und der Tenor unterm Strich sowas war wie, ja, eigentlich war der Tag kurzweilig, jetzt ist er ja schon rum, muss ich ganz ehrlich sagen, Online-Training funktioniert tatsächlich. Also, wenn man es richtig aufzieht, ist es eine echt gute Sache.